Ja, erzähl mal. Also, du bist jetzt ja auch vor kurzem katholisch geworden. Viele Leute wissen das ja vielleicht nicht. Also, du kannst Ja. doch ein bisschen so ein Zeugnis geben. Wir werden ja nochmal professionell Ja. richtig ein Zeugnis aufnehmen, haben wir ja vorgehabt. Ich Aber halte man mich. kann sich schon mal Ja. Ich fest ein bisschen vorstellen. halte mich kurz. Ja, also ich bin ja als Säugling getauft worden, katholisch. Nur hatten halt meine Eltern nie was mit dem Glauben oder mit der Kirche gehabt, so. Zu Hause keine Bibel lesen, nicht gebetet oder so. Aber ich durfte jetzt erfahren, das hat mir der Herr so innerlich gezeigt, der Heilige Geist, dass damals schon der Same eingepflanzt worden ist, der jetzt aufblüht, ja. Dieser Senfkorn, der zu einem großen Baum wird, ja. Ich hatte ja in der Kindheit habe ich ja Religionsunterricht gehabt, ne, Weihnachtsgeschichte und so. Und ich habe schon als Kind gebetet, zu Hause im Bett vorm Schlafen gehen, ohne dass es mir meine Eltern beigebracht haben. In der Schule haben sie es mir auch nicht beigebracht. Ich kann mich nur daran erinnern, wir haben halt das Sachen gebastelt und so. Aber wir sind auch als Kinder in die Kirche gegangen und haben Lieder gesungen. Und ja, da gibt es ein Lied, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt geht, das habe ich jetzt vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Und wo ich dann 2017 zum Glauben gekommen bin, also ich sag mal so, wieder zurück zu Gott mich bekehrt, weil im Endeffekt durch die Taufe hast du ja die Gabe des Heiligen Geistes bekommen, du bist befreit von der Erbsünde und hast ja eigentlich schon die Gabe des Heiligen Geistes, du bist ja wiedergeboren. Nur halt meine Eltern, meine Pateneltern haben sich halt leider nicht sich um mich so gekümmert, wie es der Katechismus sagt, weil die haben ja nicht gelesen, die waren nicht praktizierend. Ja, und aber ich bin ihnen ja nicht böse, weil Gott hat auch meine Eltern benutzt, dass ich von einem Priester getauft worden bin, der von Gott eingesetzt war, und bin ich Gott sehr dankbar. Und ja, ich hab, bin 2017 bin ich zu Hause durchs Bibellesen, habe ich mich bewusst bekehrt. Ich war vorher in so einer charismatischen ja, Gemeinschaft, so eine größere, in so einem Saal mit 3.000 bis 5.000 Menschen, wo alle in Zungen singen dürfen. Ja, habe angefangen, auch die Bibel zu lesen. Habe schnell und viel das Neue Testament aufgesaugt. Habe gleich erkannt, ich muss da raus. Nach 2, 3 Monaten, dann bin ich auch raus. Ja, und dann war das halt der Weg bis vor ungefähr einem halben Jahr. So März, Februar, März, April rum. Ja, bis. Ich habe auch ganz kritisch eure Videos angeschaut und habe mir gefragt, hey, wie kann der das so sagen? Nur wenn du katholisch bist, bist du gerettet. Das war für mich so krass, weil ich war ja der Krasse, der draußen gepredigt hat, verstehst du? Und dann habe ich das halt geprüft. Dann war ich erstmal in einer orthodoxen Gruppe drin und dann war ich, dann muss ich, habe ich mir selber gesagt, ich muss es jetzt prüfen. Ja. Und weil ich war ja früher auch war auf der Straße und habe Flyer verteilt, Bibeln und so. Auch mit offener Bibel gepredigt und so, ne? So wie es halt der Freikircher tut. Also Weil, was wirklich so für die Zuschauer jetzt, dass ich kenne, ja. in so einer Gruppe, die draußen auf der Straße halt wirklich die Leute ansprechen, die dann sagen, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst Jesus annehmen und die Bibel verteilt, das halt kennt, also damit der Zuschauer halt wirklich weiß, du hast das knallhart ernst gemeint mit deinem evangelikalen Glauben, sage ich mal. Ja, weil du liest die Bibel, du lernst die erste Liebe kennen, du erkennst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und ein kostbares Blut vergossen hat und dass er nach 3 Tagen auferstanden ist und Tod besiegt hat, ja. Und jeder, das im Johannes 1 steht ja, jeder, der ihn aufnimmt, wird ein Kind Gottes. Ne? Johannes 1, 12 oder so, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja. Mein Lieblingspsalm zum Anfang war Psalm 51, ne? Und ich war halt richtig verloren in der Welt. Ja, und dann halt, ich bin auch früh rausgegangen mit Leuten auf die Straße. Also, das hat schon relativ früh angefangen, 2017, im Herbst. Und eigentlich seitdem immer wieder rausgegangen, ne? Auch mal in Italien gewesen, in Israel, in Griechenland missioniert, ja. Und immer wieder Menschen angesprochen auf der Straße, in der Bahn, im Zug. In Bahnhöfen mit Schild und alles, ne? Und jetzt durfte ich halt erkennen, okay, du hast gebrannt, aber das war nicht so ganz richtig. Und jetzt mit der katholischen Kirche und was alles dahinter ist,
die Heilige Mutter kennengelernt, Maria, die Mutter Gottes, Milizia Immaculate, ja. Also ich bin halt wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt, alles prüft und ja, ich bin einfach Gott sei Dank und es gibt so viel noch zu lesen, so viel zu lernen in der heiligen römisch-apostolischen Kirche und ich sag so, für euch Freikirchler oder Protestanten, ich war 7 Jahre auf dem Weg, ich war in verschiedenen Gemeinden, ja, ich will euch jetzt nicht schlecht reden, aber es ist Häresie, weil unter euch herrscht keine Einheit und biblischer und christlicher als die katholische Kirche geht es nicht mehr, als die alte oder ewige Messe, ja, Kommunion, auf Knien, die Zungenkommunion und auch der Schott, ich lese den Schott während der Liturgie, der Gottesdienst, das ist einfach ein Segen, also die Liturgie ist ja ein durchgängiges Gebet, ne, und es ist einfach ein Reichtum für die Seele, ne, und ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn ihr sagt, das ist Götzendienst, das habe ich auch früher gesagt, prüft das Ganze, prüft das mal alles, geht mal rein und schaut euch das mal an. Und ich würde euch empfehlen, nicht in die moderne katholische Kirche zu gehen, sondern geht in die wie sagt ihr das, Brüder, die alte Messe, die überliefert, die Tradition oder wie? Ja. Kann ich das sagen? Genau, so die Tradition in die alte Messe, weil wie du schon sagst, genau. Die Heilige Messe ist ja durchgängiges Gebet, es ist ja wirklich ein reiner Gottesdienst, wirklich ein Dienst an Gott von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das ist ja, die Liturgie ist auch der gelebte Glaube. Ja. In der Liturgie wird der ganze Glaube repräsentiert, der ganze Glaube aufgezeigt. Egal, ob der Glaube an die Trinität ist, wenn man das Sanctus, 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 also heilig, heilig, heilig singt. Wenn der Priester die gewandelte Hostie erhebt, ist man am Kreuz von Golgotha. Das ist der ganze gelebte Glaube in der Liturgie. Gerade wenn man einen Schott beispielsweise mitliest, dann versteht man auch wirklich Schritt für Schritt, was da passiert. Und genau, ja, du gehst ja auch zur alten Messe, ne, auch zur Tradition, auch bei der Piusbruderschaft, kann man auch so sagen. Und ja, das ist natürlich auch für jeden Protestanten empfehlenswert, weil dort lernt er den katholischen Glauben wirklich unverkürzt kennen. Es gibt viele gute Priester auch außerhalb der Bruderschaft, man kann nicht in Frage stellen, aber halt bei der Piusbruderschaft lernt man halt den katholischen Glauben komplett in seiner ganzen Reinheit, in seiner Ganzheit kennen. Vor allem halt auch durch die Liturgie, wie du schon sagst. Ja, und da hat euch der Herr dir und katholische Antworten, Mischek, auch eine Gabe gegeben, Aufklärungsvideos zu machen. Ich habe mir viel angeschaut, natürlich nicht nur von euch, auch von anderen gehört und auch gelesen und geprüft. Und dann habe ich das wirklich ins Gebet abgegeben. Herr, wo willst du mich haben? Orthodox oder katholisch? Ja. Weil für mich gab es dann keine andere Weg mehr, also unter den Freikirchen, ja. Das war mir schon klar. Calvinist geht nicht, ja. Dann Charismatiker geht auch nicht oder Pfingstler geht auch nicht, weil du hinterfängst dich, weil wenn du 7 Jahre auf der Straße bist und du rüstest dich mit dem Wort Gottes aus, ja, du musst dich ja vorbereiten auf Gespräche mit Muslimen, mit Atheisten, ne, mit Menschen, die halt besessen sind, LGBTQ, mit Satanisten, also da bin ich schon einige begegnet, ja, und da muss man sich halt vorbereiten und Gott bereitet auch einen vor, auch als Freikirchler hört Gott Gebet und bewirkt Wunder, aber er ruft den Menschen und jetzt verstehe ich auch, warum ich so viele, sag mal, Kämpfe oder Anfechtungen habe, das waren einfach Züchtigungen, Gott hat mich gezogen am Ohr, komm zur Heiligen Kirche, ja, und wo ich dann die ersten paar Mal da war, mein Herz ist aufgegangen und das ist echt das, was ihr auch in euren Videos sagt, also du erlebst da Jesus Christus in Leib, Seele und Geist, dann darfst du ihn essen, wie es Johannes 6 sagt, wie es der Herr in Johannes 6 sagt, wer nicht von mir isst und nicht von mir trinkt, hat nicht das ewige Leben in sich. Aber er sagt, das Brot, das vom Himmel herabkommt, und wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit und das Brot, was ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Es ist ja wirklich dieses, den Herrn essen, den Herrn. Es ist ja die intensivste und intimste Art und Weise, Gott in sich aufzunehmen. Nimmst in seiner Ganzheit in deinen Körper auf. Nichts kann dich mehr trennen. Viele sagen, ja, wie Jesus essen. Ja, wenn du den Leib des Herrn isst, also die gewandelte Hostie, welche das wahre Fleisch des Herrn ist, dann in dich aufnimmst,
dann hast du eine, dann kann dich niemand mehr vom Herrn trennen. Dann ist der Herr in dir und geht in deinem Herzen auf und du wirst, Halleluja. Ja. da kann dich keiner von trennen, das ist unmöglich. Ja. Das ist, wie soll man das noch machen? Und dann, ja, du hast halt die innigste Verbindung, die intimste Verbindung mit Gott, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Und Und das hat Gnaden. Entschuldigung, Entschuldigung. Gnaden. Ja, weil manchmal Ich kommt der wollte Ton so ver unterbrechen. dann laden wir das Ton manchmal so versetzt voneinander an, dann ich mache das auch andauernd. Nee, ich bin schon fertig jetzt. Erzähl ruhig weiter. Ja. Du willst auch was sagen, Michel? Bist du ruhig die ganze Zeit? Darf ich noch ganz kurz was hinzufügen, Ja, klar. wegen der Heiligen Messe? Und zwar ist es so, wenn du anfängst, den Rosenkranz zu beten, du verstehst es nicht. Ich habe einfach nur daran geglaubt, ich habe es wie ein Kind gemacht, ja, weil da ist eine Verheißung dahinter. Auch wenn ich es noch nicht ganz verstanden habe, ich habe angefangen, den Rosenkranz zu beten, bin mehr ins Gebet gegangen, mehr auf die Knie, habe angefangen, auch Gebete zu beten, also Texte, die wir haben, ne, die wirklich im Herzen sind. Und es ist so, wenn du Freikircher bist oder Protestant und du sündigst, du tust zwar Buße zu Hause, ja, du hast Buße getan, aber irgendwie, irgendwas ist da. So. Und in der katholischen Kirche weißt du ganz genau, du kannst nicht den Herrn, also kommunizieren, also essen und trinken, ne, also Eucharistie, bevor du nicht gebeichtet hast. Ja. Du musst Buße tun, zu Hause Reue zeigen, zur Beichte, weil der Priester hat die Gewalt zu lösen. Und da haben wir Verse in der Bibel. So. Und dann als Christ, wir sind ja Christen, wirst du verstehen, wirklich heilig zu leben für den Herrn und dich wirklich von der Sünde zu enthalten. Ja, es ist ein Kampf, ja. Aber man fällt viel, viel weniger wie vorher, weil die Mutter Gottes ist ja auch noch da, die einen mitzieht. Das wollte ich noch sagen dazu, ne? Ja, nee, da hast du recht. Ja, das war für mich auch, war auch bei einer Freikirche, so mit Rosenkranz und die Rolle der Mutter Gottes, war für mich auch immer so am Anfang noch sehr schwer anzunehmen. Aber man wächst halt rein und auch im intensiven Bibellesen, da merkt man immer mehr, wie viele Vorbilder der Mutter Gottes es auch in der Bibel gibt, welche halt auch den Menschen helfen, welche das Volk Israel im Alten Testament andauernd gerettet haben. Doch wurden die Feinde Israels von Frauen getötet, beispielsweise. Und der Herr hat es auch verheißen in 1. Mose 3,15: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau. Und ihr Same wird dir den Kopf zertreten, also dem Teufel. Also diese Mitwirkung im Heilsplan Gottes von Maria, der Frau, ist ja schon in 1. Mose direkt Ja. angekündigt. Deswegen haben auch schon die Kirchenväter wie Justin der Märtyrer oder auch Irenäus von Lyon im 2. Jahrhundert schon gesagt, dass Maria die neue Eva ist. Denn der Herr gab sie ja uns zur Mutter. Also Maria ist die Mutter der Kirche. Er sagte ja zu Johannes, siehe deine Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Und das war ja stellvertretend für uns, für die, die das ewige Leben haben sollen. Wir haben eine Mutter im Himmel, das ist ja das ewigste Jungfrau und Gottesmutter, die auch in der Offenbarung in 12 beschrieben wird, wie sie die Kirche, ihre Kinder, die sie geboren hat, quasi. Wir werden ja auch dann ihre Kinder, wir sind ja quasi durch die Kirche, durch die Taufe Kinder Gottes und haben dann noch Maria als Mutter. Und beschützt ja die Kirche in der Endzeit gegen den Satan. Ja, und deswegen können wir auch auf sie und ihre Fürsprache immer hoffen. Das ist natürlich für mich noch schwer. Also für mich war das sehr schwer zu verinnerlichen. Aber ja, mittlerweile, ne, du liest ja auch das Goldene Buch. Ne, das kann man natürlich dazu auch nur empfehlen, mal Ja. die Rolle Mariens wirklich zu verstehen und dann auch mal zu verstehen, wie biblisch das eigentlich alles ist. Ich kann auch mal diese ganzen alttestamentlichen Frauen wie Sarah oder Rebekka beispielsweise nimmt, ne, die immer die Mütter der Erben waren. Und das ist halt alles Vorbild auf Maria hin. Das ist aber da so eine tiefe Theologie. Diese ganzen, in Anführungszeichen, bibeltreuen Christen, die gehen nicht so tief in die Materie, um sowas zu verstehen. Ansonsten würden sie ja katholisch werden, das mal so zu sagen. Ja, klar, wie du schon sagst, das ist ja jetzt nicht irgendwie was gegen die Protestanten als Personen. Ich kenne viele Protestanten, die wirklich sehr fromm sind, die versuchen, heilig zu leben und wirklich den Herrn auch lieben. Aber ihre Lehren, die sie vertreten, sind halt Häresien, wie du schon Ja, sagtest. Das muss man ja, einfach auch an das Kind beim Namen nennen, dass ja. es Heretiker sind, wenn sie sagen, wir bist nur durch Glaube allein gerettet, nur sola scriptura. Obwohl Paulus ganz klar sagt, haltet euch an die Überlieferungen.
Ja. die ihr von uns gelehrt worden seid, sei es durch einen Brief oder durch ein gesprochenes Wort. Also es gibt kein Sola Scriptura. Ja, es sind alles Häresien, ne? Und deswegen, ja, sind sie allerhöchster Gefahr für ihre Seele. Ja. Genau. Ja. Willst du auch was sagen, Michael? Ja, ich habe ja zugehört, weil es sehr spannend war. Also erstmal der erste nette Herr, der ja sehr am Praktizieren war, während er einfach nur redet. Das ist wirklich sehr schön gewesen. Und auch Pedro natürlich, ich kenne ihn ja. Wir kennen ihn ja beide. Wir haben ja seinen Weg begleitet. Wir haben das ja mitbekommen. Und ich muss sagen, das ist eine, er wird es ja noch, denke ich mal, komplett detailliert erklären. Ich möchte auch nicht alle Details erklären, weil er muss selber entscheiden, was er davon sagt. Aber ich kann so viel sagen, das ist ein Soldat, weil er hat alles umgekrempelt und wenn sein Zeugnis kommt, seid ihr auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wirklich einmalig und wirklich vom Freikirchler, also wirklich von denen, die ihr kennt, die gehen auf die Straße, die verteilen die Bibel, die sagen, nur der Glaube rettet und so weiter. Und das hat er aktiv 7 Jahre lang getan. Und der geht jetzt zur alten Messe hin, betet den Rosenkranz, Halleluja. kommuniziert und ist verbunden mit unserem lieben Heiland. Das ist Gnade. Ja, weil Protestanten sprechen von Gnade, ihre Absicht sei mal dahingestellt, mögen gut sein, das wollen wir nicht thematisieren. Die sprechen von Gnade. Ich habe mit Protestanten gesprochen, die dann katholisch wurden, die haben gesagt, das jetzt ist Gnade. Davor Genau. wusste ich, wie man Gnade schreibt, aber das war keine Gnade. Jetzt, das ist Gnade. Richtig. Wenn man den Richtig. ganzen Glauben in der Heiligen Messe sieht, also wir reden natürlich von der überlieferten Liturgie, man muss natürlich auch ehrlich sein. Du bist ja auch an deinem Prozess, in dem Konvertierungsprozess, wurdest du auch von Katholiken angesprochen, jetzt auch speziell von Neokonservativen, die versucht haben, dich da in ihr Lager zu ziehen. So muss man es leider sagen, ist ja auch sehr gefährlich, Ja. weil sie sind halt eben kompromissbereit, den Irrtum oder das Zweideutige einem katholischen konservativen Kleidchen anzuziehen und zu sagen, das ist es jetzt. Oder die Hermeneutik der Kontinuität und all so ein Zeug. Da bist du dran vorbeigekommen und hast wirklich demütig das angenommen, was richtig ist. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und da freue ich mich immer vom Herzen, wenn jemand konvertiert und wirklich direkt straight den Weg zur Tradition findet, durch diesen Wirrwarr an Kirchenkrise und alles, was wir nicht auch noch haben. Ja. Das ist sehr beeindruckend, wirklich. Und Richtig. betet auch aktiv bitte alle mit, die jetzt gerade live sind. Es sind aktuell auf jeden Fall Menschen dabei, sich Fragen zu stellen. Und wir haben aktuell auch jemanden, der sehr stark dabei ist und der ist wirklich sehr demütig. Betet bitte für alle mit, die sich gerade Fragen stellen und die gerade abgelenkt werden oder von anderen getäuscht werden, dass sie den Weg in die Heilige Mutterkirche finden. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn wir es schaffen, dass ein Freikirchler dann jeden Tag hier den heiligen Rosenkranz, wenn man den sehen kann, den betet, das sind so viele Gnaden und Ja. wir wissen gar nicht, wie der Himmel jubelt und wie der Teufel vor allen Dingen gefesselt dort ist und ausbrechen möchte, weil er das nicht fassen kann. Wie kann das passieren? Schon wieder ist ihm eine Seele entwischt. Ja, das ist wirklich wunderbar. Wunderbar. Und Amen. wir können euch nur Bruchteile davon erzählen, was ihr hier erlebt. Nicht jeder will sich auch öffentlich zeigen, ist auch klar. Nicht jeder mag es, sich zu filmen und all so ein Zeug. Es ist wirklich atemberaubend, wie viele Menschen konvertieren, wie viele E-Mails wir bekommen. Und wir wollen uns damit gar nicht hochloben. Also wir wollen ja von uns weg. Ich bin auch wirklich kein Typ, der sich filmen wollte. Die ersten Videos von mir waren hochgradig peinlich. Man hat mir gesagt, mach das jetzt einfach. Ich habe es einfach irgendwie gemacht und ich versuche das gut umzusetzen, aber es geht wirklich nicht um meine Person. Es ist vollkommen egal, was wir sind. Es geht darum, dass wir gerade in Deutschland auch wieder das soziale Königtum Christi etablieren, dass wir alles dafür geben und wir nutzen einfach die Medien dafür aus, wir nutzen die neueste Technik dafür aus, wir nutzen alles dafür aus, nur um das Ganze hochzubringen. Ich weiß ja noch, Gordon, du kannst dich daran erinnern, ich habe noch nie eine Kamera in meinem Leben in der Hand gehabt. Und dann haben wir eine Kamera gespendet bekommen, jeder von uns.
wir können, ich kann bis heute nichts machen, außer Record drücken, und da hast du ja so 200 Eigenschaften, die du da umändern kannst. Also wir drücken einfach auf Aufnahme und wir versuchen uns einfach durchzukämpfen, weil wir merken, es bringt was. Die Leute konsumieren leider heutzutage den ganzen Tag nur diese Medien, und wenn sie dann mal vielleicht drüber streichen und sie kriegen einen Impuls, wo ein guter katholischer Priester etwas sagt oder sie vielleicht ein Video von uns sehen, das ist immer ein guter Anfang. Ja. Aber das Komische ist, viele, die unsere Videos sehen, ich habe jetzt schon einen auch letztens gehabt, der hat zu mir gesagt, ja, vielen Dank für die Videos, ich bin konvertiert und so, aber anfangs konnte ich dich echt nicht leiden. Also wenn ich deine Videos gesehen habe, da habe ich mir gedacht, ey, mache ich was falsch? Ich versuche ja schon, ne? Aber man merkt also, was ich damit sagen will, man merkt, das ist ja nicht gegen eine Person gerichtet, das hätte auch jemand anderes sagen können. Es ist ein Kampf gegen die Wahrheit jeden Tag aufs Erbitterste. Ja? Ja. Und deswegen, wir dürfen das nicht unterschätzen. Man sieht ein Video oder man hat ein Gespräch auf der Straße oder man schenkt einer Person nur ein Lächeln. Ja? Ein kleines Lächeln. Oder man ist im Restaurant und man hat gerade sein Essen bekommen, man macht ein Kreuzzeichen. Ich weiß noch, Bischof Felley hat bei einer Predigt zur Firmung vor einigen, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so, da waren Firmlinge. Und da hat er gepredigt, dass sich einer konvertiert hat, weil er einen anderen gesehen hat, wie er ein Kreuzzeichen gemacht hat. Ja, und dann kommen natürlich dann irgendwann die Fragen, die Gedanken, dann kommt ein Gespräch und so weiter. Und schon ist es da. Ja. Das ist kleine Senfkorn, was du auch schon sagtest. Da bist du auch kleine Senfkorn. Genau. Oder wurdest du nicht, Pedro, von Bischof Felle jetzt sogar vor kurzem gefirmt? Ja, vor 3 Wochen, glaube ich, oder vor 4 Wochen, ja. Da habe ich auch schöne Fotos. Genau, habe ich ja gesehen. Guck mal, überleg mal, in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, wird ja das Heilige Sakrament der Firmung beschrieben. Dass die Aposteln zu den Gläubigen gegangen sind, die gläubig geworden sind, aber noch nicht den Heiligen Geist empfangen haben, und haben sie gefirmt. Überleg mal, und Protestanten leugnen das quasi komplett. Die sagen, das Sakrament der Firmung gibt es nicht, obwohl es ganz klar biblisch ist. Ja, also wir haben da ganz klare Verweise in der Bibel. Das Problem ist, dass sie da hingegangen sind nach Judäa und haben dort die Leute gefirmt. Aber weißt du, warum Protestanten das leugnen? Weil keiner von denen würde sich jemals anmaßen, eine Firmung zu spenden. Und deswegen ist der katholische Glaube auch wahr, weil unsere Bischöfe sind die direkten Nachfolger der Apostel in der apostolischen Sukzession und die haben die Vollmacht, eine Firmung zu spenden. Daran sieht man auch wieder an diesem heiligen Sakrament, dass der katholische Glaube der einzig wahre ist. Wir haben das ununterbrochen bis zu den Kirchenvätern, die Firmung, die wir von heute bis zu den Kirchenvätern rückverfolgen, bis hin zu den Aposteln selber. Jetzt habe ich dich 2-3 Mal unterbrochen, sorry. Alles gut. Nee, das musste raus, weißt du? Das muss raus, weil die Zuschauer hören ja mit. Also ich kann das nachvollziehen. Es ist einfach, du hast eine geistige Brille, ja. Du steckst halt in Gemeinden drinne. Also ich war eher so mehr so der Konservative, ja, so mehr so Brüdergemeinde, so Baptist, Mennoniten, Deutschlandsrussen, ne? Die lieben den Herrn, das sind wirklich auch die Kleidung, also die schauen schon, dass sie, ne, auch das ausstrahlen für die Welt. Es ist ja so, was der Micha gerade eben gesagt hat, wir wollen ja nicht nur, dass sich die irre geleiteten Christen konvertieren, auch die Muslime, die Atheisten, die Satanisten, die armen Seelen, die LGBTQ sind, ne? Die denken, ich bin jetzt ein Hund oder ich bin jetzt, die Frau denkt, sie ist jetzt ein Mann oder so. Nein, bist du nicht. Gott hat dich so erschaffen. Gott hat dich als Mann erschaffen und Gott hat dich als Frau erschaffen. Ja? Und auch diese Seelen müssen gerettet werden. Alle Seelen wollen wir zum Herrn bringen. Alles soll zur Ehre des Herrn geschehen, nicht zu unserer Ehre. Wir sind bloß Werkzeuge, wir lassen uns gebrauchen, ja. Ja, und ich bin einfach froh und glücklich. Und wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, warum der Freikirchler so Sachen denkt und sagt, weil er hat ja nur die Bibel, er kennt die Kirchenväter nicht. Ja. Ich habe auch die Kirchenväter teilweise jetzt auch gelesen und das macht alles Sinn, ja. Und ich habe mir auch vielleicht gedacht, eventuell mal das ein oder andere Video zu machen, vielleicht zu bestimmten Themen, warum ich diese Brille anhatte. Vielleicht schauen dann die Freikirche da mit und können das prüfen und vielleicht dadurch, ne, gewinnen. Auf jeden Fall, was sie gerne machen, wir laden. Den gewinnen, weißt du, für den richtigen Weg.
Genau, also wie gesagt, kannst du gerne Videos machen. Wir laden die auch gerne bei Chris Königtum dann hoch. Ja, wie du schon sagst, die viele Freikirchler fühlen sich auch sicher in ihrer Gemeinde, weil sie halt auch sehen, was, sage ich mal, in den Kirchen ringsherum. Also ich, da natürlich, im Prinzip gibt es ja nur eine einzige Kirche. Ich will es einfach nur so formulieren, damit alle das auch verstehen. Was vielleicht nicht katholisch ist, was in diesen ganzen Kirchen, in Anführungszeichen, passiert. Dann sehen die da beispielsweise eine Pastorin. Dort sehen die in der katholischen Kirche auf einmal auch eine Frau predigen. Da hängt dann eine bunte Fahne und alles. Dann fühlen sie sich natürlich in ihrer Brüder- oder Baptistengemeinde erstmal sicher, weil sie halt nicht auf den Tellerrand gucken. Die sehen dann halt nur ihren eigenen kleinen Kreis, ihren Circle, sage ich mal, ne? Und ja, die fühlen sich dann da halt sicher und die denken, das wär's dann. Die wissen gar nicht um diese wirklichen Glaubenswahrheiten, die von Gott gegeben sind. Dass der Glaube wirklich dogmatisch ist, wie es im Epheserbrief steht. Ein Glaube, ein Gott, eine Taufe. Eine Glaube basiert auf diesen einen Gott. Hast du diesen einen Glauben nicht, hast du auch diesen einen Gott nicht. Und selbst wenn in der katholischen Kirche alles drunter und drüber geht, die Kirche ist immer noch die Kirche und es wird immer einen Kern geben, der alles wieder reinigen wird. Verstehst du? Also Gott wird alles reinigen und das alles wird sich aus der Tradition wieder erneuern. Dieser ganze Unsinn halt gerade auch in der Kirche. Ja, ich war ja sehr, sehr kritisch gegenüber der katholischen Kirche, wegen den Medien, was du da hörst und so, ganz schlimmen Sachen. Aber ich habe das wirklich aus ganzem Herzen ins Gebet abgegeben und Gott hat mir gesagt, du musst zurück nach Hause, weil ich war eigentlich schon immer katholisch, seit meiner Taufe, nur ich habe es nicht gewusst. Und ja, und der Herr hat es mir ganz genau gezeigt und dann hat er auch Menschen benutzt, um mir Sachen zu erklären, weil überall gibt es Sünder, überall gibt es Menschen, die Fehler machen. Ja, wir sind halt Menschen. Menschen machen Fehler. Es ist kein Mensch, der perfekt ist. Ja? Nur die Heilige Kirche ist heilig und perfekt, weil der Herr da ist. Aber die Menschen, die da mitwirken, die machen halt Fehler. So, dann kannst du halt nicht immer jetzt sagen, ah, diese böse katholische Kirche. Nein, aber was ist denn bei den anderen so, ne? Anderen Religionen und oder Denominationen, da passieren halt Ja, Ausnahmen. Das fällt halt nicht so auf, weil es halt nicht in die Medien kommt. Ne? Weil halt auch die Heilige Kirche auch von innen drin angegriffen wird, ne? Vom Feind. bei Ja, der, und das ist auch wichtig zu sagen, bei der Kirche geht es ja auch um die Moral. Die Kirche wird ja überall, ganz kurz vielleicht auch, weil ich sehe hier gerade aus wie so ein finsternes Monster. Ich bin gerade im Auto und ich kann das Licht nicht dauerhaft anmachen, sonst habe ich morgen keine Batterie mehr, um den Wagen zu starten. Deswegen sieht es ein bisschen finster aus. Es geht auch um die Moral. Also die Kirche wird ja bekämpft, weil das, was sie auch bezüglich der Moral sagt, ist ja absolut. Sie sagt ja nicht, man darf nicht abtreiben, aber man dürfte abtreiben in einem gewissen Fall. Sie sagt, es ist moralisch schlecht, es ist verwerflich, abzutreiben. Absolut. Und sie gibt dieser bolschewistischen, kommunistischen Welt, dieser Zeit, keinen Spielraum zu sagen, es gibt eine Lücke. Deswegen wird die Kirche so sehr gehasst, der Teufel kämpft ununterbrochen gegen die Kirche. Und deswegen ist die katholische Lehre und auch die Moral- und Sittenlehre so sehr verhasst, weil sie das Absolute setzt. Sie sagt, das ist richtig, das ist falsch. Und das darf gar nicht sein. Ja? Man hat ja beispielsweise auch jetzt im Islam oder so, da gibt es ja auch viele Verbote und so weiter, aber es gibt halt auch viele Lücken, viele Grauzonen. Das ist unangebracht, aber es ist noch keine Sünde. Und es gibt verschiedene Spielräume, wo der Teufel wirklich geschafft hat, es die Leute um den Finger zu wickeln. Und es ist aktuell einfach so, dass trotz dieser Kirchenkrise, wir wissen ja, was die Kirche lehrt. Und der Teufel weiß auch, was die Kirche lehrt. Und deswegen wird er trotzdem erbittert gegen sie kämpfen. Und er wird auch gerade sich die traditionellen Gemeinschaften nehmen und wird dort auch am erbittersten kämpfen, weil auch in der Öffentlichkeit, man sieht es, also jeder, der sich wirklich klar zur katholischen Lehre positioniert, zur katholischen Lehre, wie sie immer war, der wird auf jeden Fall Probleme bekommen. Das ist immer so. Und da zeigt sich dann die Standhaftigkeit. Schafft man es auf persönliche Vorteile zu verzichten, schafft man es, ein kleines Leiden aufzubringen, ein Opfer darzubringen, dass man sagt, okay, dann kriege ich vielleicht diesen Job jetzt nicht, weil es gibt da einen Artikel über mich, aber ich mache weiter. Ja, ich nehme das in Kauf, weil dann verdiene ich halt ein bisschen weniger, aber habe jetzt die Chance,
das Ganze weiterzumachen. Natürlich, man muss immer seine Standespflichten berücksichtigen, darum geht es gar nicht. Aber wir werden auf jeden Fall in die Mangel genommen. Und man merkt es ja auch bei uns hier in der katholischen Kirche, dass beispielsweise Liberale sich treffen und wir kommen da auf irgendwelche Leinwände und werden da ausgestrahlt. Man versucht uns da irgendwie bei den Leuten schlecht zu machen. Oder man muss sich das vorstellen, wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo Katholiken anderen Katholiken erklären, wie man mit uns spricht. Man hat uns ja als Extremisten abgestempelt. Wir haben auch in dieser Kirchenkrise so viel erlebt, Gordon ja auch, ich auch. Das war so schockierend. Deswegen bin ich immer froh, wenn jemand direkt zur Tradition kommt, wenn er das direkt durchschaut, so wie du beispielsweise, und du im sicheren Hafen bist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch diejenigen, die Interesse haben, dass sie nicht den Fehler machen, dann irgendwo direkt zur neuen Messe hingehen und erstmal, ich will erstmal probieren und gucken, macht das nicht, da kann man sich sehr viel aufladen. Ich hab auch einen gehabt, der ist überhaupt noch gar nicht konvertiert, ist dann zur Handkommunion gegangen, hat dann die Hostie mit zur Bank genommen, der war halt komplett viel zu schnell alles und es passieren so viele schreckliche Dinge, weil man muss wirklich aufpassen, dass man die Leute gut unterrichtet, dass man ihnen Zeit lässt, dass man ihnen aber auch sagt, mach langsam, überstürz nichts, jetzt nicht morgen direkt da reinspringen. Man muss wirklich sagen, hey, es ist eine Sache, die muss aus dem Herzen kommen. Du musst dich damit ordentlich befassen und bitte überstürze nichts, dass du jetzt dann einfach morgen zur nächsten Kirche rennst und du machst jenes. Und da habe ich Sachen erlebt, das ist natürlich auch alles ja, sehr schwierig. Und deswegen bin ich umso froher, wenn jemand dann direkt zur Tradition kommt. Du bist ja auch jemand, der sein Gesicht zeigt. Es sind ja viele, die jetzt ihre Gesichter nicht zeigen. Weil sie einfach jetzt medial nicht arbeiten. Das hat ja nichts mit Angst oder so zu tun. Nicht alle sind da hinter YouTube und so weiter. Aber deswegen finde ich das schön, dass du auch jemand bist, der sagt, ey, ich bin Freikirchler gewesen, ich bin jetzt katholisch und ich werde auch darüber berichten. Das ist sehr, sehr wichtig, weil du weißt gar nicht, wie viele Freikirchler werden deine Worte hören und werden sich die Frage stellen, dieser Mann war 7 Jahre auf der Straße. Keiner wird sagen, lies doch mal die Bibel. Die wirst du wahrscheinlich gelesen haben. Und jetzt bist du römisch-katholisch. Die werden sich denken, was hat den bewegt? Und dann kommt eines zum anderen. Aber man muss auch an alle die mit Protestanten sprechen, ich bemerke das auch bei TikTok, wenn ich da mal so diese Live sehe und so weiter, man muss sich selber zurückstecken. Ich sehe Streams, wo auch Katholiken live gehen und wenn dann jemand reinkommt, der dann ausfallend wird, dass dann derjenige zurückbeleidigt wird oder so, so werden wir nichts gewinnen. Das geht nicht. Und deswegen, dass man auch in Gesprächen mit Protestanten, mit Freikirchlern sich wirklich Zeit nimmt und es als Opfer sieht, auch mal zu schweigen und sich auch mal beleidigen zu lassen und auch einmal da zu stehen, als wenn man nichts wüsste. Ja, einfach, um erst einmal was sacken zu lassen und dann zum richtigen Moment eine passende Antwort zu geben. Weil das beeindruckt die Menschen auch, wenn man gelassen ist, wenn man sich nicht, und ich meine jetzt nicht, dass eine Debatte mal hitzig sein kann oder polemisch, alles gut, aber dass man sich nicht auf eine persönliche Schiene runterdrücken lässt. Weil ich merke ja, immer mehr Leute gehen in die Öffentlichkeit, sagen, ich bin römisch-katholisch, ihr müsst auch und so weiter. Aber manche überspannen den Bogen echt und dann muss man richtig aufpassen, weil es geht nicht um uns selber. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, wie Johannes der Täufer ja auch sagt, ich muss kleiner werden, er, also der Herr Jesus Christus, muss größer werden. Und was wir tun, ganz ist genau. Gottes, Ja, und wir sollen es ja auch verleugnen, verleugnen. Und Jesus sagt ja, wir sollen tägliches Kreuz auf uns nehmen und uns verleugnen. Genau. Ich sehe das jetzt hier auch so als, als Zeugnis. Viele schauen das jetzt. Später werden wahrscheinlich noch mehr schauen. Der eine oder andere wird mich erkennen. Und ja, ich hatte auch schon privat so in WhatsApp auch schon ein paar alten Freunden geschrieben und die sind total empört und bla bla bla, was machst du da und so. Ja, so sieht's aus. Ich habe angefangen, die Bibel zu beprüfen, diese modernen Bibeln, habe mir eine Septuaginta geholt, habe angefangen, auch die ach so bösen Apokryphen zu lesen, die gar nicht so böse sind. Und lies einfach, bitte, lies einfach. Und hol dir eine katholische Bibel, also eine heilige Bibel. Ja, die ganzen Bibeln auf der Lato, genau, von Sato Verlag, oder? Ja, genau. Ja,
Vom Sato Verlag, sato.de. Auf jeden Ja. Fall, genau, was auch ein Punkt ist, da war es der Und den Katechismus. Katechismus. Ja, was auch ein Punkt ist, war Ja. das dann aber auch eine falsche Bibel. Sie ist einmal unvollständig und nach der Ja. falschen Überlieferungstradition. Ich sage mal, den masoretischen Text, obwohl die Christen und auch die Juden bis ins 2. Jahrhundert immer die Septuaginta nutzen, also das auf Griechisch übertragene Alte Testament. Das haben sogar die Juden bis ins 2. Jahrhundert benutzt. Das steht auch bei Justin der Märtyrer in der ersten Apologie, Kapitel weiß ich nicht. Das ist auch nochmal bezeugt, dass immer die Apostel und die Christen, die Aposteln, die Christenheit und auch die Juden bis dahin immer die Septuaginta nutzen. Und auch Irenäus von Lyon schreibt sogar in seinen 5 Büchern gegen die Häresien, dass es eine Frechheit und Gottlosigkeit wäre, wenn jemand eine andere Übertragung der Heiligen Schrift nutzen würde. Ja, also auch einen anderen Kanon. Und ja, was machen die Protestanten heute? Nehmen die masoretische Textüberlieferung, welche die Juden im 2. Jahrhundert irgendwann eingeführt haben sollen. Ist auch nicht mal 100% sicher, ob es dieses Konzil von Jamnia wirklich gab. Aber auf jeden Fall beziehen sie sich auf diesen jüdischen Kanon, den die Juden eingeführt haben, um nach außen hin zu zeigen, wir sind keine Christen. Wir haben eine andere Bibel als die Christen. Was sollen sie dann heute? Ja. Nehmen genau die Bibel und sagen, das ist die wahre Bibel. Ja, ich finde den Fehler, ne? Ja, ich war ja auch, ich habe ja 4, 5 Jahre lang die Schlacht der 2000 gelesen. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich habe die Elberfelder gelesen, die Lutherbibel, mehrere Übersetzungen auf der Bibel-App. Tja, und du kommst irgendwann drauf. Septuaginta, das, was du gerade erklärt hast, circa 52 vor Christus, da war der König in Alexandrien, denke ich mal, König Ptolemäus. die Schriftgelehrten gerufen aus Jerusalem, das waren so 70 Schriftgelehrten, jüdische Schriftgelehrten, und die haben das Alte Testament oder die Tora, die Propheten und so weiter, von Hebräisch, Aramäisch auf Griechisch übersetzt. Und schon allein das ist ein Wunder, weil es sind zwei verschiedene Sprachen und zwei verschiedene, also von den Buchstaben her, ja, schon das allein ist auch ein Wunder. Und wie du gerade gesagt hast, mit dem masoretischen Text, das war so circa 600, 800 nach Christus, ne? Das, was du gerade erklärt hast mit den Juden, dass sie das, weil sie sich genau von den Christen distanzieren wollten, ne? Ja, und dann kommst du dann drauf, dass dann auch ein Luther dann seine 95 Thesen gebracht hat, abgefallener Katholik, besessen war er einfach, diese arme Seele, er wollte den Hebräerbrief rausnehmen, Offenbarung Jakobusbrief wollte und so. rausnehmen, und den Jakobusbrief, ne? Ja. Und ja, und dann auch, wo dann das mit der Deformation angefangen hat. Genau, der hat auch die 7 deuterokanonischen Schriften rausgenommen, die aber Ja. Zwingli und Calvin nicht rausgenommen haben. Also dieser ganze Protestantismus ist nicht einheitlich, ne? Ja. Weißt du, die Ja. beziehen sich alle sola scriptura, aber haben nur nicht mal dieselbe Scriptura. Ja, und die waren auch Calvin, Luther und Zwingli waren ja unter sich auch nicht einig, ne? Ja, wie gesagt, informiert euch, liebe Freikirchler, Protestanten, ja, und es gibt nur wirklich den einen Weg, diesen schmalen Weg, das ist wirklich die heilige katholische Kirche. Es gibt keinen anderen Weg, das kann ich sagen. Und auch heute war ich wieder beichten, weil du machst halt Fehler, du fällst halt wieder. Und da hast du wieder diese, du fühlst dich einfach wieder leichter, du bist beichten gegangen, der Priester hat sich deine Sünden angehört und hat er dich wieder losgesprochen. Natürlich sollte man nicht wieder in dieselben Sünden fallen, ne? Man soll ja umkehren und weg von der Sünde. Und die katholische Kirche hilft einen, weil da der Herr ist, ja. Und da gibt es so viele schöne Sachen, auch ignatianische Exerzitien. Das ist euch jetzt wahrscheinlich kein Begriff für die Freikirchler. Und andere Projekte, die es da gibt, damit man abgesondert mal für eine Woche mal weg ist. Ich kann es nur jedem empfehlen. Kommt, wir laden euch ein und schaut einfach zu, wie der Herr anwesend ist auf dem Altar, wie er wirklich anwesend ist. Ja, genau.
Ja, zum Beispiel Luther auch. Der hat ja in seinen Schriften auch gesagt, dass er Teufel ihm offenbart hat, dass die heilige Messe kein Sühnopfer sei. Überleg mal, was er noch so ganz offen in seinen Schriften verkündet. Und ja, was ich noch sagen wollte wegen der Beichte, es ist ja ganz klar biblisch. Im Alten Testament sehen wir, dass der Prophet König David gesündigt hat, hat dann beim Propheten Nathan gebeichtet. Er hat ihm gesagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sagte, Gott hatte deine Sünden vergeben. Das tut der Priester ja auch, denn er hat jetzt die Vollmacht vom Herrn Jesus Christus, Johannes, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Sie sprechen halt die Sündenvergebung Gottes aus, aber Gottes Plan ist, dass wir unsere schweren Sünden und Todsünden dem Priester beichten, damit er uns von ihnen losspricht. Und ja, da haben die Protestanten ein großes Problem. Sie glauben nicht an die Beichte, sie sind selber gar nicht befugt, eine Beichte zu hören, selbst wenn sie oder jemand von Sünden loszusprechen, selbst wenn sie daran glauben würden. Und nicht von den Todsünden reinigen, außer jetzt durch die Taufe, wenn sie vernünftig gespendet wird. Aber jede Sünde, die nach der Taufe geschieht, die bleibt an. Das ist ein großes Problem. Es ist nicht nur einfach nur eine Besserwisserei. Wir versuchen uns mit Argumenten alle zu widerlegen, sondern es geht wirklich um die Seelen. Das ist das Allerschlimmste daran. Das ist der Punkt auch bezüglich der Beichte. Das muss man sich, wir sagen das so einfach plump dahin, die Protestanten haben die Beichte nicht. Die Protestanten haben keine Beichte. Das ist so ein Schmerz, das ist so eine Lücke. Da fehlt so ein großes Stück. Wie viele Menschen sind so beladen? Wie viele Menschen brauchen die Beichte? Nicht nur die Absolution, das ist ja das Wichtigste, dass man von den Sünden losgesprochen wird, aber auch das Gespräch mit dem Priester, der Kampf gegen diese Kämpfe, ja, die aus der Finsternis kommen, dass der Mensch dafür quasi gerüstet wird, auch in Zukunft gegen diese Sünde anzukämpfen. Der Priester sieht deinen Schmerz. Der Priester sieht ganz genau, was du hast. Und er wird dir helfen, dich geistig zu rüsten und dass du in der nächsten Beichte immer weiter vorankommst, in diesem großen Kampf. Ja, das ist ganz wichtig. Und es ist nicht nur so, dass den Protestanten die Beichte fehlt. Es ist ein Desaster, es ist eine Katastrophe, dass sie sie nicht haben. Und wir machen das nicht, wie Gordon schon sagte, wegen Besserwisserei. Wir wollen, dass du, Protestant, mal im Beichtstuhl sitzt und die Absolution bekommst. Das ist der Hintergrund dahinter. Wir haben nichts davon, wenn wir den Leuten verhelfen, zur Kirche zu konvertieren. Wir haben nirgendwo einen Vertrag. Wir kriegen nirgendwo Geld dafür, dass wir die ranschaffen, als wenn hier, keine Ahnung, die Zeugen Jehovas irgendwo Bedienstete sind und das machen müssen. Wir machen das einfach, genau. Wir machen das einfach, weil so eine Gnade daraus geht. Und das tut mir im Herzen weh, wenn ich einen Protestanten sehe, der versucht alles, der sieht es vielleicht nicht, der sieht die Wahrheit nicht. Und ich sehe ihn an und ich weiß, okay, der würde gerne alles für den Herrn geben, aber der hat die Beichte nicht. Da denke ich mir, dagegen muss man ankämpfen, dem muss man helfen. Und gerade in der heutigen Zeit, wir wissen doch, was täglich passiert, wenn Menschen Fernseher gucken, wenn man im Handy schaut. Der Teufel ist doch nicht dumm. Der Teufel ist nicht dumm. Er kriegt die Seele, wie er will. Durch Pornografie, durch die aufreizende Kleidung, all das erwartet an jeder Ecke. Und die Menschen sind so stark beladen davon, dass sie teilweise auch abgestumpft sind, dass sie das gar nicht als was Schlechtes wahrnehmen. Und da ist die Kirche ein Licht in der Finsternis, weil Amen. sie da bei ihrer Linie komplett bleibt. Und gerade für so Sachen wie Lust und so weiter. Wenn der Priester dir sagt, bete morgens drei Ave Maria und abends drei Ave Maria. Und wenn ich das beispielsweise getan hatte, hatte ich an so einem Tag kein Problem gehabt mit der Sünde. Richtig. Ne? Natürlich, man darf nicht verzweifeln, wenn man irgendwo in Sünde fällt. Das Leben ist ein Kampf, ja. Aber bitte, Leute, geht zu einem traditionellen Priester beichten und schämt euch für eure Sünden nicht. Auch das erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich habe was auf dem Kerbholz. Oder wenn man mal tiefer bohrt, ja, dass die Person sagt, okay, ich habe vieles erlebt, ich würde schon gerne sprechen, aber ich traue mich nicht.
Was macht der Priester mit mir? Der schlägt mich doch wahrscheinlich kaputt im Beichtstuhl, ja, wenn er das hört. Nein, die Beichte ist ein Segen. Ja? Gordon kann das wahrscheinlich auch berichten. Ich hatte teilweise auch manchmal Angst gehabt, da ist ein Priester, der predigt so scharf und apokalyptisch und du denkst dir so, oh, jetzt ist der am nächsten Tag im Beichtstuhl und ich muss ja beichten gehen. Es ist die pure Seelsorge. Amen. In den Beichten ist es ein, wie soll man das nennen? Also ich möchte nicht zu charismatisch wirken oder das auf Gefühle reduzieren. Das ist aber so ein Balsam für die Seele, ne? Es ist so, als ob du gerade einen ganz neuen Körper bekommen hast, eine ganz neue Seele quasi, jetzt im übertriebenen Sinne. Du bist wieder wie neu. Du gehst aus dem Beichtstuhl raus und da kommt eine Gnadenwelle auf dich zu, das ist unglaublich. Und genau derjenige, der beichten geht, und die Generalbeichte ist ja das Allerschönste. Man geht dorthin, man kniet sich hin, ich kann mich noch an meine Generalbeichte erinnern, ich knie dort in diesen ganz engen Beichtstuhl, mir läuft der Schweiß den Rücken runter, mir haben die Knie gebrannt, 1,5 Stunden oder 2 Stunden hat das gedauert. Und als die Absolution kam, ich bin rausgekommen und der Priester ist auch rausgegangen aus dem Beichtstuhl, hat mich angeguckt, hat gesagt, das war gut, ne? Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Ich habe mir gedacht, jetzt kann ich sterben. Also jetzt, wenn jetzt ein Unfall passieren würde, dann wäre ich auf der sicheren Seite. Ja? Dieses Gefühl, ne, als ob man aus dem Beichtstuhl dann aussteigt und dann steht da schon der heilige Erzengel Michael mit seinem Schwert und sagt, jetzt gehen wir auf die Reise. Das ist wirklich das, was die Beichte ist. Es ist nicht nur wir finden das in der Bibel, wir finden es bei den Kirchenvätern. Wenn die wüssten, was die Beichte ist, die Protestanten, dann wären sie alle restlos katholisch. Alle. Ja, auf jeden Fall. Ja. Denn Paulus schreibt ja auch im 1. Korintherbrief, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir euch ermahnen, ist es Gott, der euch durch uns ermahnt. Wir bitten euch, lasst euch versöhnen mit Gott und dass sie an Christi statthandeln. Also die Beichte ist ja die Versöhnung, das Sakrament der Versöhnung. Und der Priester handelt ja in Persona Christi. Und wie du schon sagtest, der Priester sagt ja zu dir, das war gut. Ne? Man darf nicht denken, dass wenn man zur Beichte geht, dass man dann jetzt dort, weiß nicht, noch verurteilt wird oder kriegt noch irgendwelche Vorwürfe. Überhaupt der Priester weiß ganz genau, dass da jetzt jemand steht, der bereut. Und das sind dann ein Priester, der wird dich dafür nicht verurteilen. Noch anders, ein Priester hat, ganz kurz, wenn ich genau da einhaken darf, ein Priester hat gesagt, wenn er einen Gläubigen sieht, der sich auf dem Weg zum Beichtstuhl macht, sieht er einen Held. Er sieht einen Held. Und dass die Priester sogar, wenn sie dir die Absolution geben, auch noch für deinen weiteren Kampf auch Tage investieren, du weißt davon gar nichts, dass sie für dich fasten, dass sie für dich beten. Mhm. Es ist eine große Familie. Und ein Priester ist, das ist unglaublich, welche Gewalt er hat und was er dir schenken kann mit der Vollmacht Gottes. Und das ist dieser wichtige Punkt. Er sitzt dort im Beichtstuhl und er freut sich vom ganzen Herzen dafür, dass du dort sitzt und deine Seele reinwaschen konntest. Das ist das, was ein Priester tut. Und glaub mir, wer Angst hat, beichten zu gehen, der sollte diese Angst definitiv komplett abstellen. Ich sag euch jetzt, geht morgen beichten. Ja? Lasst keinen Tag weiter vergehen ohne Beichte. Genau, ja? Meine Lieben, ich muss leider los. Ich werde mir nachher noch das Video auf jeden Fall mit anschauen, falls ich noch nachher noch so reinkommen kann, aber live werde ich nicht mehr kommen können. Es hat mich sehr gefreut. Haut noch ein paar wichtige Dinge raus, dass auch die Protestanten, die vielleicht hier zugeschaltet werden, auch wirklich das Ganze ernst nehmen. Ja. Und ich freue mich auf die nächste Unterhaltung. Pedro. Gottes Segen, mein Lieber. Mein lieber Bruder Gordon, wir sehen uns. Und ihr habt auch einen neuen Gesprächspartner. Der ist jetzt, glaube ich, auch aktiv. Ja. Ich wünsche euch was. Gottes Segen euch. Ciao, ciao.